Ganz herzlich willkommen zu City Vision, das Magazin. Schön, dass Sie dabei sind. Was Sie hinter mir sehen, das ist das schönste Schlagloch Deutschlands. Auf der Sittardstraße sorgt es bei den Anwohnern schon seit einigen Tagen für schmunzelnde Gesichter. Nun soll es gesichert werden. Der städtische Betrieb Marx möchte das Schlagloch mit transparentem Epoxidharz ausfüllen, damit es vor Wind und Wetter geschützt wird. Na, wenn Mönchengladbach sonst keine Sorgen hat, mir gefällt die Aktion auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir mal, was wir bei uns im Programm so haben. Was ist eigentlich das Stadtkasseportal und wo steht es? Antworten darauf gibt es gleich bei Hätten Sie es gewusst. Und Neues von der Kinoleinwand: mit Ferdinand geht es stierig ab. Jetzt bei Cityvision, das Magazin. Heute ist es wieder soweit. Heute wird informativ gewitzelt oder witzig informiert. So oder so, Jan Mischkis und Janine Tillmanns waren mit ihren berühmten Quizfragen zur Vitusstadt unterwegs. Was dabei rausgekommen ist, hier kommt Hätten Sie es gewusst. Hallo und herzlich willkommen zu Hätten Sie es gewusst. Wissen Sie eigentlich, wo in Reit das Stadtkassenportal steht und was es damit auf sich hat? Hier? Da auf der Ecke. Ich kenne mich hier in der Gegend nicht so gut aus. Das Stadtkassenportal, ja. Das steht oben am Bahnhof, am Stadttheater. Was hier gegenüber von Real steht. Ich komme so auf den Namen der Straße nicht hin. Eine Bibelfigur und ein Himmelskörper. Moses Sternstein. Und das war mal ein Stadttor, weil hier mal eine Stadtmauer war. Keine Ahnung. Ist das das hier? Nee, ne? Ja. Ja? Ja. Von der Stadtsparkasse? Nein. Wusste ich gar nicht. Das ist ein ganz normales Tor mit einem Bogen und oben ist noch was drauf. Und von der anderen Seite ist jetzt Realwerbung. Hier am Rathaus hat sie gestanden. Das war nämlich das Eintrittstor zur Stadthauptkasse. Das hat ja vorher hier gestanden und das haben die jetzt abgerissen und haben das dann dahin aufgebaut. Schon nicht schlecht. Das Stadtkassenportal stammt aus dem Jahre 1914-15. Im Zuge der Umgestaltung des Reiter Marktplatz entschied man sich, es abzubauen, einzulagern und an einer anderen Stelle wieder aufzubauen. Durch das Szenenbild wird dem Betrachter klar, dass er nun die irreale Welt des Theaters verlässt und in die reale Welt eintaucht. Hätten Sie es gewusst? Na, hätten Sie es auch gewusst? Wenn Sie aber wissen, worüber wir in der nächsten Folge Hätten Sie es gewusst sprechen sollen, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail oder per Facebook oder Instagram und ich gebe es dann den Kollegen weiter. Und wir kommen jetzt zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Hier kommt der Newsflash. In vielen deutschen Freibädern herrscht bereits ein Smartphone-Verbot. Damit möchte man vermeiden, dass Spanner unerlaubte Aufnahmen machen. Oft müssen bei Betreten des Bades die Kameras überklebt werden. In Mönchengladbach gibt es seit 2012 eine deutliche Benutzungsordnung in den Freibädern. Foto- und Filmaufnahmen von fremden Personen sind ohne deren Erlaubnis nicht gestattet. Ein generelles Handyverbot ist aber nicht geplant. Der trockene Sommer erhöht nach wie vor die Brandgefahr. In Viersen ist ein Getreidefeld an der Harterstraße in Flammen geraten. Kurzzeitig war ein angrenzendes Waldstück vom Feuer bedroht. Nur 40 Meter davor konnten die Flammen gestoppt werden. Funken setzten allerdings dennoch rund 5 Quadratmeter Wald in Brand. Unterstützt wurde die Feuerwehr auch von den Landwirten. Das Schlagloch, aus der ein Unbekannter ein Kunstwerk gestaltet hatte, soll erhalten bleiben. Der Plan ist, es mit durchsichtigem Epoxidharz aufzufüllen. Mehrere Gladbacher hatten dafür ein Komitee zur Rettung und Erhaltung schöner Schlaglöcher gegründet. Die Künstlerin will sich jetzt weiterer Schlaglöcher in Mönchengladbach annehmen. In der heutigen Nacht fällt die Temperatur auf bis zu 16 Grad. Der Himmel ist klar und es weht eine leichte Brise, ideal für einen Abendspaziergang. Am Donnerstag erwartet uns eine Höchsttemperatur von 31 Grad und ein wolkenloser Himmel. In der Nacht bleibt der Himmel klar, die Temperaturen sinken dann auf Werte um 19 Grad.
Und die weiteren Aussichten, es bleibt größtenteils schön. Am Wochenende liegt die Höchsttemperatur bei 28 Grad. Die Sonne scheint überwiegend, teilweise ist es bewölkt, aber es bleibt ein tolles Wetter, um das Wochenende im Garten zu genießen. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause. Danach geht's hier stierig weiter mit dem Kinotipp. Also dranbleiben. Bis gleich. Die Sparkassen der Region präsentieren den Konzertsommer im Sparkassenpark Mönchengladbach. Tickets mit 20% Rabatt bei deiner Sparkasse. Nicht nur für das Badezimmer. Fliesen Willems, Stadtwaldstraße 38. Sie haben Vision, wir die Lösungen. Vom 20. bis zum 22. Juli ist es wieder soweit. Da gibt es die vierte Gladbacher Bierbörse. Insgesamt mit 40 oder über 40 Bier- und Imbissständen und natürlich 350 Sorten an Bier. Ich wünsche euch in jedem Fall jetzt schon viel Spaß. Und wenn Sie dort nicht hinwollen, dann habe ich noch diesen Veranstaltungstipp für Sie. Am 21. und 22. Juli ist es wieder soweit. Der Töpfermarkt auf Schloss Reit findet auch in diesem Jahr wieder statt. Wer sich für handgemachte Kunst interessiert, ist hier genau richtig. Von 11 bis 18 Uhr können Sie sich die verschiedenen Werke der international vertretenen Künstler anschauen. Zudem gibt es viele Aktivitäten für die kleinen Besucher und eine Vielfalt an kulinarischen Angeboten. Der Eintritt ist kostenlos. Viel Spaß! Ferdinand geht stierig ab. Da hat sich einer in Deutschland einen Titel einfallen lassen. Ja, die Hauptfigur ist ein Stier. Und bei Stieren denkt man ja oft direkt an Kampfstiere. In Spanien gibt es ja immer noch viele Arenen. Aber Ferdinand ist ein ganz lieber, gutmütiger Stier. Er schnuppert lieber an den Blumen auf seiner Weide, als in der Arena zu kämpfen. Doch dann sticht ihn eine Hummel und alle halten ihn für ein gefährliches Tier. Also wird er nach Madrid verkauft, wo er an einem Stierkampf teilnehmen soll. Oh, gehört alles dir, Kleiner. Ihr müsst ihn verjagen! Peter! Da ist er!
Oh nein. Okay, denk dich dünn. Leicht auftreten. Du bist eine 1000 Kilo schwere Feder. Ferdinand basiert übrigens auf einem Comicbuch, das 1936 in Spanien erschienen ist, also während des Spanischen Bürgerkrieges. Ja, und da hat man ihm vorgeworfen, es wäre pazifistisch, kommunistisch, eine Propagandafabel. Walt Disney hat 1938 schon einen Kurzfilm daraus gemacht. Der hat einen Oscar gewonnen. Der hier wird wahrscheinlich keinen Oscar gewinnen. Aber er ist sehr nah am Buch, sehr werksgetreu und ganz sicher ein Film für die Großen und die Kleinen. Sie kommen, wir müssen irgendwas tun. Niedliche Eichhörnchen. Was? Oh, Igel! So, das war's von uns. Cityvision, das Magazin, seht ihr heute ab 18 Uhr wieder. Dann stellen wir euch Tim, Fabian, Lisa und Anna vor. Diese vier haben nämlich bei unserer Perukaville-Challenge mitgemacht. Und wer die Tickets abgeräumt hat, inklusive Camping und Zubehör, das seht ihr dann. Und warum es sich gelohnt hat, bei einem Getränkemarkt zu jobben. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Menschheitsfrage, was war eigentlich zuerst da, die Henne oder das Ei? Und ich habe die Antwort, denn am Anfang gab es tatsächlich erst die Idee dazu. Die richtige Idee, die kann man überall haben. Zum Beispiel hier und hier, hier oder ganz häufig hier. Natürlich kommt es immer darauf an, was man aus der Idee macht, die man vor Augen hat. Zum Beispiel das. Und genau das machen wir hier bei Cityvision. Denn schließlich sind wir spezialisiert auf gute Filme. Wir produzieren nicht nur, wir senden auch. Bitte. Hallo und willkommen zu Cityvision, das Magazin. Und all das geht los mit der richtigen Idee. Cityvision, Ihr Partner für Werbe- und Imagefilme.
Sie haben ein ausgefallenes Hobby? Ich gehe heute zu meinem Anti-Aggressionstraining. Einen außergewöhnlichen Beruf? Oder eine kuriose Leidenschaft? Kröten finde ich genial. Also Kröten, muss ich sagen, niedlich. Dann schicken Sie uns Ihre Story an presse@city-vision.de oder rufen Sie uns an unter 02161 2999 5220. Cityvision, wir zeigen, was Mönchengladbach bewegt. Das fasziniert einfach. Sendung verpasst? Auf cityvision.de findest du jeden Tag die aktuelle Sendung. Hallo und herzlich willkommen bei Cityvision, das Magazin an einem... Das Programm der Woche auf einen Blick. Und alle wichtigen Infos rund um dein Stadtfernsehen. Klick dich in die Mediathek. Und stöbere auf unserem YouTube-Kanal durch unsere Beiträge. Folge uns auf Facebook und zeig uns deine Meinung mit einem Like oder Kommentar. www.city-vision.de